Vergiss diesen Scheißspruch, ein guter Freund sitzt neben dir im Knast. Hallo liebe Leute, ja ihr seht richtig, ich mache noch ein Video. Warum so schnell, warum so früh? Ja, weil ein Zuschauer eine Frage gestellt hat unter meinem Bruce Lee Video, und zwar: Wie holt man denn das meiste aus seinem Leben heraus? Ich habe das in dem Bruce Lee Video gesagt, dass ich das den Leuten ans Herz lege. Und jetzt wollte ich mal eine kurze, knappe Antwort geben darauf. Ja, kurz und knapp ist bei mir immer so relativ. Ich würde aber allgemein jedem empfehlen, viel Zeit mit der eigenen Familie zu verbringen, denn früher oder später würde das bereuen, wenn morgen auf einmal jemand weg ist. Glaub mir, es ist so. Genauso bei Freunden. Nutzt die Zeit lieber mit Freunden, anstatt, ich sage jetzt mal so, wie ich damals ja YouTube-Videos bearbeitet habe. Okay, es waren ein paar Stunden. Ich habe jetzt nie Freunde zurückgeschoben. Es ist einhergegangen. Ja, ich bearbeite ein Video. Ja, guck mal, ich brauche mal deine Meinung. Aber wirklich, wenn ihr zurückdenkt an eure Zeit, würdet ihr niemals sagen, oh, ich vermisse die Zeit. Ah ja, gut, dass ich damals immer mich isoliert habe und Stunden, tagelang an Videos gearbeitet habe, statt mit Freunden rauszugehen. Nein, das werdet ihr nicht sagen. Ihr werdet sagen, hätte ich doch mehr Zeit mit meiner Familie verbracht, irgendeinen Familienausflug. Vielleicht findet ihr das jetzt ätzend, aber im Nachhinein würdet ihr das vermissen, wenn ihr später aus dem Haus seid und sagt, ich vermisse diese Rituale mit der Familie, dies, das zu machen, mit Freunden auszugehen. Und auch bei Freunden würde ich euch empfehlen, wirklich die richtigen Freunde auszusuchen. Ein richtiger Freund sitzt nicht neben euch im Knast. Er verhindert, dass ihr in den Knast kommt, oder er zahlt die Kaution. Vergesst diesen Scheißspruch, ein guter Freund sitzt neben dir im Knast. Das sagen nur Idioten. Die Leute haben vielleicht Angst vor Erfahrung, Angst vor Fehlern, aber ich sage euch, macht so viel Erfahrung, wie ihr könnt. Probiert so viel, wie ihr könnt, um das ein bisschen anders zu formulieren. Denn durch jede Sache, die ihr macht, schafft oder nicht schafft, lernt ihr euch selbst besser kennen. Nehmen wir an, ihr macht irgendwo ein Praktikum und sagt, naja, Büro ist nichts für mich. Okay, du bist schon einen Schritt weiter. Vielleicht wirst du am Ende nicht irgendwo im Büro landen, sondern wirst Feuerwehrmann oder irgendwas anderes, irgendwas Körperliches. Aber jede Erfahrung bringt euch weiter. Und selbst jetzt auf die Fehler bezogen, Fehler, Beziehungsfehler oder irgendwas anderes, irgendwelche anderen Entscheidungen. Ah, hätte ich mal nicht dieses Auto gekauft, hätte ich mal dies oder das. Oder die PlayStation nicht gekauft. Hätte ich mal nicht Battlefield Hardline gekauft. Boah, das war so schlecht, ey. Solche Sachen. Ihr lernt daraus. Und das Gute ist auch nebenbei, selbst wenn ihr nicht viel daraus lernt, ihr habt was Gutes zu erzählen. Gute Geschichte für euch, für eure Kinder, für eure Freunde. Und es ist auch immer schön, wenn man sich über solche Dinge unterhalten kann. Wenn man offen für neue Dinge ist, werden auch viele neue Dinge auf einen einströmen und sich viele neue Möglichkeiten ergeben. Wenn ich mich dafür entscheiden könnte, also für eine Sache entscheiden müsste, die ich der Welt mitteilen würde, ist das: Habt Spaß. Wenn wir alle Spaß hätten, würden wir auch alle so rumlaufen. Was wäre daran so schlimm? Wir wären alle nett zueinander. Okay, vielleicht ist nicht alles gut gerade, aber warum sollten wir... Ich halte nicht die Tür auf, die können selber die Tür aufmachen. Lieber doch die Tür aufhalten und sagen, ja, hier, bitteschön, gehen Sie vor, schöne Frau. Von daher wiederhole ich nochmal... Verbringt viel Zeit mit Freunden und Familie, mit den richtigen Freunden. Probiert viel aus. Findet heraus, was eure Stärken sind. Arbeitet hart an euren Zielen oder an euren Wünschen. Selbst wenn ihr es nicht schafft, allein der Prozess, allein das Versuch zu haben, ist viel mehr wert, als nichts gemacht zu haben im Leben. Und Spaß zu haben. Das Wichtigste ist, Spaß zu haben. Und ich habe auch Spaß, jetzt das Video zu machen, weil Bossline, du hast mir die Frage gestellt und mit diesem Video helfe ich dir. Da habe ich wirklich das Gefühl, dass ich jemandem helfe. Wenn ich einfach nur so ein Video mache, denke ich ja, vielleicht wollte das jetzt keiner wissen. Aber so weiß ich, einer wollte das wissen. Und ich habe mal, da hat mich irgendein Zuschauer oder ein Fan daran erinnert, wenn einer, das habe ich in einem Video gesagt, ich hatte es selbst schon vergessen, wenn ich nur einem helfen kann mit einem Video, dann hat es sich gelohnt. Also hat sich dieses Video auch schon gelohnt. Und das wäre mein Bonustipp, wenn ihr jemandem helfen könnt. Ich weiß nicht, habe ich schon am Anfang gesagt? Keine Ahnung. Doppelt hält besser, hält besser, hält besser, hält besser. Wenn ihr jemandem helfen könnt oder eine Freude bereiten könnt, dann macht es. Das ist das Schönste überhaupt, wenn man jemanden, also eine Mutter, eure Mutter Blumen kauft, eure Freundin, was weiß ich, irgendwann die Tür aufhaltet oder ein Kompliment macht. So, oh, das sieht schön aus. Auch wenn ihr die Person nie wieder seht, aber für den Moment
freut sich die Person so, oh, das ist ja ein süßer Hund, und der Besitzer geht weg und sagt, oh ja, ich bin sehr stolz auf meinen Hund, oh, schleck mich nicht so, das ist eklig. Versteht ihr? Seid einfach gute Menschen. Ist jetzt sehr allgemein gehalten, ich weiß, aber jeder hat andere Vorstellungen und ich möchte es euch nicht unbedingt so fest vorschreiben, aber das sind so Sachen, die ich am liebsten jedem mitgeben würde. Teilt dieses Video, liked es, nein, macht es nicht. Ich wollte mich nur wieder lustig machen über die ganzen YouTuber. Von daher, Bossline, ich habe das Video jetzt gemacht, du hast es gesehen. Deswegen ist es scheißegal, wenn dieses Video nur noch von 2-3 anderen Leuten gesehen wird. Es hat very, 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 very much Spaß gemacht. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Lacht und macht dies und macht das. Macht viel Sport, geht raus. Oh, das Wetter ist so schön. Ja, dann merkt man wieder, Sonne kommt, gute Laune. Ach, ich muss jetzt aufhören, sonst rede ich wieder zu viel. Euer Beton. Bis zum nächsten Mal. Und bitteschön, Bosslein. Ich bin der Boss. I don't know what to say.